Fast fertig. Mama sagt, ich muss mich um meine Haare kümmern. Oh, ein riesiger Pickel. Nein, ich darf nicht drücken. Vielleicht nur ganz kurz. Aber das war echt aufregend. Ich sollte den Dreck abwischen. Ist so cremig. Schon besser. Zeit fürs Bett. Ah, so gemütlich. Oh, ich habe so gut geschlafen. Alles ist so verschwommen. Wo ist meine Brille? Schon besser. Nein, ist es nicht. Mein Gesicht ist voller Pickel. Ah! Was soll der Lärm, Schatz? Ich meine, hi, Schatz. Ich sehe schrecklich aus. Okay, wir müssen was tun. Du brauchst nur etwas Make-up. Keine Sorge. In der Regel reicht schon ein bisschen Concealer aus. Glaubst du wirklich? Nein. Niemals! Schauen wir weiter. Oh, das könnte helfen. Was ist das? Das sind Pickelkleber. Die sind echt praktisch. Ich klebe sie einfach auf deine Pickel. Zum Glück haben wir viele davon. Wir werden sie brauchen. Das war's? Entspann dich noch nicht ganz. Okay, nimm sie ab. Sie lassen Pickel verschwinden. Schluss mit Akne. Schau selbst. Wow, was für eine Art von Zauberei ist das bitte? Großartig, danke Mama. Gern geschehen, Schätzchen. Ich liebe dich. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Hi, setz dich bitte. Sorry, heute ist mein erster Tag. Fangen wir mit dem Feilen deiner Nägel an. Immer mit der Ruhe. Okay, jetzt wird's bunt. Welche Farbe gefällt dir? Ups. Mir gefällt das Türkis. Gute Wahl. Warte. Sei vorsichtig. Oh nein. Schau mich an. Was hast du getan? Aber das war ein Unfall. Hey, bist du da? Juhu. Oh, ich war nur in Gedanken. Darf ich mir den ausleihen? Meinen Hut? Nein, deinen Pinsel. Okay. Der wird nützlich sein. Zieh den Pinsel vom Stiel ab und steck ihn in den Nagellack. Okay, jetzt malen wir die Nägel an. So wird nichts verschüttet. Der Nagellack kommt direkt auf den Fingernagel. Wow, das ist ziemlich clever. Wow, die sehen fantastisch aus. Ich komme auf jeden Fall wieder. Oh, ich bin froh, das zu hören. Hier, das hast du dir verdient. Danke. Tschüss. Das muss ich mir für meine nächste Kundin merken. Okay, ich habe meine Sachen an. Meine Schuhe stelle ich hier ab. Oh, ich liebe diesen Trainingspullover. Oh, hi, Jennifer. Hi, Kate. Oder auch nicht. Warte, was ist das denn? Oh, niemals, die hat die gleichen Schuhe wie ich. Boah, ich war bisher die Einzige, die diese trägt hier. Es muss doch was geben, was ich dagegen tun kann. Oh ja, das wird funktionieren. Ich muss mich nur anschleichen. Und ich habe die Schuhe. Jetzt muss ich sie verstecken. Hoch mit euch. Nimm das, du Nachahmerin. Hey, wo sind meine Schuhe? Die waren doch eben noch hier. Jennifer, was hast du denn mit meinen Schuhen gemacht? Boah, die sind immer so gemein zu mir. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja nicht barfuß in die Sporthalle gehen. Hey, diese Luftballons bringen mich auf eine gute Idee. Komm mit, Ballon. Okay, was noch? Du bist nicht besser als ich, Jen. Zeit, mein Schuhproblem zu lösen. Ich lege ihn einfach auf den Boden und trete drauf. Wenn die ganze Luft draußen ist, stecke ich diesen Teil einfach ein. Prima. Jetzt der andere. Und fertig. Es sieht aus, als würde ich Ballerinas tragen.
Okay, jetzt bin ich bereit fürs Training. Was hat Kate denn da an? Du meine Güte, was hat die denn an ihren Füßen? Ich glaube, das sind Luftballons. Das ist das Lustigste, was ich heute gesehen habe. Lacht so viel ihr wollt, das ist mir doch egal. Ich mache hier Sport und keine Modenschau. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Was für ein toller Tag. Ich hatte eine schöne Zeit. Wow, oh, das tat weh. Zum Glück hat das keiner gesehen. Oh nein, mein Kleid, es ist zerrissen. Ich krieg das wieder hin. Mutter Natur wäre stolz, ich bin's. Unfassbar, dass ich verpennt habe. Aber ich hab's noch pünktlich geschafft. Ich ziehe mich gleich für die Sportstunde um. Gut, dass ich das Sportzeug dabei habe. Lasst uns bald spielen. Hey, ich bin hier. Ha, was für eine Unordnung. Diese verwöhnten Kids räumen nie auf. Das wandert alles in den Müll. Eine Putzfrau hat immer zu tun. Das würden sie nur ohne mich tun. Wahrscheinlich jemand anderes einstellen. Egal, ich bin hier fertig. Das war ein tolles Spiel. Jetzt anziehen. Hey, wo ist mein Rock? Der war doch eben noch hier. Der kann doch nicht einfach weg sein. Das ist übel. So kann ich nicht zum Unterricht. Hä? Das ist mein Schal. Der könnte nützlich sein. Ich falte den in der Mitte und wickle ihn um meine Taille, dann umschlagen und noch einmal. Jetzt brauche ich ein Haargummi. Mit dem fixiere ich den Stoff, damit nichts verrutscht. Wow, gefällt mir. Wenigstens sind meine Schuhe noch hier. Das steht mir. Was für ein Tag. Ich habe Staub gewischt, überall gesaugt und mache jetzt die Wäsche. Ich arbeite schon den ganzen Tag, aber es muss getan werden. Wenigstens bin ich gleich fertig. Nur noch das Shirt bügeln und dann kann ich entspannen. Vielleicht gucke ich einen Film. Oh, jemand ruft an. Ich gehe mal lieber ran. Hallo, hey, wie geht's dir? Wirklich? Mindy hat das gemacht? Das ist echt lustig. Lass uns essen gehen. Warte, was riecht hier so? Es riecht verbrannt. Nein, das Bügeleisen. Oh, mein Shirt. Da ist ein Loch drin. Das kann ich nicht mehr anziehen. Oder doch? Ich habe eine Idee. Ich lasse mich inspirieren. Mal sehen. Oh, das ist hübsch. So farbenfroh. Ich lege das übers Loch. Jetzt brauche ich Frischhaltefolie. Mit der decke ich das Bild ab. Den Rest schneide ich ab. Damit bin ich fertig. Jetzt brauche ich Backpapier. Das kommt oben drauf. Zum Abdecken. Und jetzt das Bügeleisen. Mit dem bügele ich über das Bild. Schön langsam. So sollte es gehen. Ich bin ein Profi im Bügeln. Hoffe, das hat geklappt. Ich ziehe das Papier ab, genau wie ich es geplant habe. Wow, ich sollte mehr Shirts verbrennen. Hey, ich bin jetzt Modedesignerin. Oh, ich komme zu spät. Die Schuhe müssten passen. Sieht gut aus. Welche Tasche nehme ich? Accessoires sind wichtig. Die passt zum Outfit. Doch nicht. Die also nicht. Was habe ich noch? Die ist okay, aber besteht nicht den Schuhtest. Die bleibt zu Hause. Oh, die könnte passen. Mir gefällt die Farbe. Aber da fehlt der Wow-Faktor. Ein klares Nein. Nee, auf keinen Fall, niemals. Keine Chance. Das sind all meine Taschen. Und keine passt zu meinem Outfit. Brauche ich überhaupt eine Tasche? Ich kann die Sachen auch so nehmen. Lieber nicht. Warte mal. Die ist perfekt. Ich habe einen Plan. Ich stecke mein Geld in die Geldbörse. Darf mein Make-up nicht vergessen. Ja, passt rein. Ich bin happy. Viel besser. Und meine Schuhe sehen fantastisch aus. Jetzt kann ich ausgehen. Oh, ich bin wach. Sei still. Ich habe so gut geträumt. Ich bin echt kein Morgenmensch. Und habe ein Bad Hair Day. Ich muss die waschen. Versuchen wir es nochmal. Schon besser. Noch kurz föhnen. Warte, meine Haut ist so matt. Ist okay, ich habe genau das Richtige dafür. Ich trage die Gesichtsmaske auf, die behebt das. Ist wie eine Wunderkur. Meine Haut wird strahlen. Darf meine Nase nicht vergessen. Dinge, die ich tun muss, um gut auszusehen. Ich habe noch Zeit. Ich bin ja früh aufgestanden. Puh, ist irgendwie anstrengend. Ich bin müde. Ich mache kurz meine Augen zu. Einhörner können keine Autos fahren. Hä? Ich muss eingeschlafen sein. Was? Wie spät es ist? Nein, das kann nicht sein. Die Gesichtsmaske war zu lange drauf. Die geht nicht ab. Warum starrt mich jeder an? Wenigstens sehe ich auf den Fotos gut aus. Würdevoll altern heißt es. Nein! Das kann ich nicht zulassen. Okay, denk nach. Ich muss doch was tun können.
Der Staubsauger, na klar. Ich saug die von meinem Gesicht runter, das muss klappen. Wünsch mir Glück. Hey, das klappt. Die Maske geht ab, so einfach. Aber fühlt sich komisch an. Gleich geschafft. So, alles weg. Meine Haut ist makellos. Eine Sache gibt's noch zu tun. Du wanderst in den Müll. Das bleibt unser kleines Geheimnis, okay? Like und abonniere für mehr tolle Videos. Die sehen echt toll hier aus. Jeder liebt Wassermelone. Und meine Party bekommt ein tropisches Feeling. Ich öffne die Vorhänge. Ich glaube, das war's. Sieht toll aus. Moment. Fast hätte ich was vergessen. Meine Wassermelone. Sie ist echt hübsch. Ich nehme sie mit ins Wohnzimmer. Wow! Nein! Warum ist die Welt so grausam? Was mache ich denn jetzt? Oh, ich hab's. Der Laden ist geschlossen. Aber ich brauche eine Wassermelone. Ich finde meine eigene. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht habe ich hier mehr Glück. Oh, das war wirklich keine gute Idee. Endlich! Leckere Wassermelonen! Oh Mist, mein T-Shirt. Naja, das ist jetzt erstmal unwichtig. Oh, Moment! Ich habe keine Tüte zum Tragen. Aber vielleicht brauche ich auch keine. Wenn ich noch ein paar Löcher in mein T-Shirt mache, kann ich es ja benutzen. Es ist ja sowieso schon ruiniert. Okay, das sollte reichen. Ich ziehe es aus und drehe es um. Dann mache ich einen Knoten. Das sollte reichen. Die Wassermelone müsste hier reinpassen. Und ich kann sie nach Hause tragen. Genau, was ich brauche. Los geht's. Wir sind wieder sicher zu Hause angekommen. Und ich lege die Wassermelone genau hier hin. Das war echt nützlich. Hey, ist das eine Wassermelone? Oh, ich will auch ein Stück. So saftig. Ich liebe es. Zeit, den Müll rauszubringen. Ich bin so müde. Ich brauche einen Faulenzer-Tag. Oh, das stinkt total. Oh nein, das ist Chris. Er darf mich doch so nicht sehen. Ich sehe aus wie Müll. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Warum musst du ausgerechnet da sitzen? Ich verstecke mich hier, bis er weg ist. Komm schon, Chris, geh einfach. Oh nein, er läuft in meine Richtung. Was mache ich denn jetzt? Es gibt nur eine Lösung. Was? Das kann ich ja nicht glauben. Bin schon auf dem Weg. Autsch, jetzt sehe ich echt aus wie Müll. Aber wenigstens habe ich mich nicht blamiert. Nein, keine gute Idee. Komm schon, denk nach. Irgendwas muss ich doch tun können. Vielleicht kann ich etwas Abfall benutzen. Verzweifelte Zeiten fordern verzweifelte Maßnahmen. Ich meine, so schlimm ist es doch nicht. Was? Das kann ich nicht glauben. Alles okay, Bro? Hau ab. Warte, kenne ich dich? Luna? Hi, Chris. Was machst du da? Du siehst aus wie ein Penner. Du musst nicht so gemein sein. Du bist echt ein Loser. Er ist so gemein. Nein, so schwer kann das doch nicht sein. Oh, wie nervig. Oh, hallo. Was zum? Ich brauche dein Kleid. Wir können tauschen. Du hast wohl einen Schuss. Ew. Ich dachte, das wäre ein guter Deal. Moment, ich glaube, ich hab's. Ich nehme einfach die Arme aus den Ärmeln und ziehe sie durch den Kragen oben. Dann binde ich die Ärmel vorne und binde sie dann um meinen Hals. Das ist echt süß. Oh, meine Haare. Schon besser. Was? Das kann ich ja nicht glauben. Bin schon auf dem Weg. Chris? Hey, komm zurück. Oh, hi, was geht? Hey, Luna, du siehst toll aus. Schön, dass dir das auffällt. Oh mein Gott, er ist so lustig. Oh, ich habe gerade die süßeste Nachricht bekommen. Gibt's nicht. Schau, Chris hat mich gerade um ein Date gebeten. Was? Neidisch? Warte. Schau dir das an. Chris hat auch mich um ein Date gebeten. Wie kann er mir das antun? Männer.
Das muss doch ein Versehen sein. Ich weiß. Warum sollte er dich um ein Date bitten? Nur eine von uns kann Chris daten, okay? Okay. Und das werde ich sein. Ja, klar. Das werden wir ja sehen. Ich werde Chris richtig umhauen. Ich kann das Spiel auch spielen. Ich wollte diesen Lippenstift tragen. Oh, wie schade. Kein Problem. Ich liebe diese Ohrringe. Haben mir sowieso nicht gefallen. Die hier sind viel schöner. Red dir das nur ein. Ich hole meine Tasche. Ich auch. Diese hier. Das soll wohl ein Scherz sein. Sieht sowieso billig aus. Diese Jeans sehen toll aus. Die gehören aber mir. Nein, tun sie nicht. Lass los. Lass los. Ich habe sie zuerst gesehen. Hör auf. Zwing mich nicht. Oh, schau, was du angerichtet hast. Du kannst sie haben. Viel Glück. Aber, was mache ich denn jetzt? So kann ich die nicht tragen. Es sei denn, ich muss sie noch mehr zerreißen. Dann stecke ich meine Arme durch die Beine. Und dann meinen Kopf durch den Riss. Genau so. Jetzt ziehe ich sie runter. Wow, das sieht toll aus. Zeit zum Gehen. Nicht so schnell. Sieht gut aus. Was? Ich gebe es zu. Ich bin beeindruckt. Aus dem Weg. Chris? Mit wem ist er da? Wow. Oh, hey Mädels. Oh, Zwillinge. Lass uns das Ganze vergessen. Nach dir. Ich warte nur auf Mindy. Oh, da ist sie ja. Muss auflegen. Hey, wie geht's dir? Wollen wir los? Hä? Ich kann nicht aufstehen. Seltsam. Nun, Mist, das ist nasse Farbe. Nein, das Schild habe ich nicht gesehen. Warum musste mir das passieren? Ich kann nicht aufstehen. Ich klebe an der Bank. Das passiert öfter, als man denkt. Was mache ich jetzt? Moment. Habe ich Farbe benutzt oder Kleber? Ups. Einfach so tun, als wäre nichts. Das bringt nichts. Ich bleibe hier. Warte. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich dachte, das würde funktionieren. Sieh stärker. Komm schon, runter von meiner Bank. Was für ein Workout. Das war anstrengend. Was du nicht sagst. Wie sieht das aus? Sag mir die Wahrheit. Schlimm, oder? Ach, total. Warte. Ich kann das retten. Ich brauche nur ein paar Sachen. Ich nehme das. Das waren meine Lieblingsjeans. Okay, an die Arbeit. Vertrau mir. Ich sprühe einfach Farbe über deine Jeans. Und benutze Schablonen. Das wird toll aussehen. Noch ein paar Linien weiter. Oh, das wird hier richtig toll aussehen. Ich sollte echt Designer werden. Das sollte hier unten reichen. Nun zur Vorderseite. Dieses Stück Pappe verhindert, dass Farbe auf deine Haut gelangt. Du solltest mich dafür bezahlen. Ha! Okay, nur noch ein paar Details. Das war's. Fertig. Wie findest du's? Wow, die sehen großartig aus. Ich kann nicht glauben, dass ich eine personalisierte Jeans habe. Du bist ein Genie. Dafür sind Freunde doch da. Okay, lass uns gehen. Wo ist meine Farbe? Sie muss doch irgendwo hier sein. Puh, die darf ich doch nicht verlieren. Oh oh, ich habe gerade einen großen Fehler gemacht. Oh, wieder Schule. Wenigstens habe ich mein Handy zur Unterhaltung dabei. Oh nein, mein Shirt. Das kann ich nicht anlassen. Warte, ich glaube, ich krieg's hin. Und zwar mit diesen Stiften. Yeah, das wird gehen. Ich mache einen Stift auf mein Shirt und dann noch mehr. Einmal von oben nach unten. Wichtig ist, dass der Fleck bedeckt ist. Sieht gut aus, schön bunt.
Verrat's aber niemandem, okay? Psst. Oh, danke, danke. Ich weiß, ich sehe fantastisch aus. Ich wäre gerne die Ballkönigin, aber zuerst muss ich ein Kleid finden. Nee, passe. Das gefällt mir auch nicht. Keins von denen. Warte, das ist es, das ist das Kleid. Die Detailarbeit, die Kunstfertigkeit, die Edelsteine, es ist wunderschön. Das ist das Kleid meiner Träume. Das würde mir super stehen. Warte mal, wie viel kostet das? Für ein Kleid? Wow, das ist doch verrückt. Hoffe, ich kann es mir leisten. Mal sehen. Ich glaube, das reicht nicht. Es soll wohl nicht sein. Ein Mädchen darf aber noch träumen. Moment mal, ich habe eine Idee. Das werde ich brauchen. Ich verwandle das in was Besonderes. Das kommt auf den Tisch. Jetzt brauche ich einen schwarzen Marker. Ich ziehe eine Linie über die Brust. Eine Linie kommt die Schulter entlang. Darf die andere Seite nicht vergessen. Jetzt ziehe ich eine Linie am Hals entlang. Und dann brauche ich eine Schere. Ich schneide das Mittelteil aus. Diesen Spiegelstoff, den ich in Streifen geschnitten habe, klebe ich auf und ich habe Träger angebracht. Und schon kann ich es tragen. Wow, das sieht toll aus. Ich kombiniere das mit einer funkelnden Hose. Ist schick und stylisch. Und war einfach zu machen. Lasst uns feiern. Oh yeah. Jasmine ist unsere neue Abschlussballkönigin. Wie toll. Das ist so entspannend. Ich habe selten Zeit für mich. So eine Abwechslung fühlt sich gut an. Ich werde die genießen. Hä? Was ist los? Oh, die ist von Justin. Warte, 15 Minuten? Ich muss mich fertig machen. Ich habe vergessen, dass wir uns treffen wollten. Jetzt aber schnell. Ich habe keine Zeit, meine Haare zu stylen. Ein wenig Puder, das muss reichen. Das Hemd ist süß. Fast fertig. Die Jeans passt immer gut. Ist enger, als ich dachte. Komm schon. Rein da. Ich habe keine Zeit dafür. Warum ist das so schwer? Das ist so nervig. Versuchen wir es nochmal. Hey, ich habe es geschafft. Puh, ich bin erleichtert. Ich nehme alles zurück. Jetzt los. Warte mal. Machst du Witze? Ich habe mich schon gewundert, warum es so zieht. Das ist eine Katastrophe. Was denn jetzt? Oh, ich muss mich umziehen. Schnell. Es sei denn... Ja, ich weiß. Ich brauche diesen Spitzenstoff und eine Schere. Ich halbiere die Spitze und mache einen Schnitt entlang der Naht. Komplett das Bein entlang. Jetzt trage ich Leim auf die Naht auf und dann klebe ich die Spitze an. Das ist hübsch. So sollte es gehen. Genau, was ich mir vorgestellt habe. Ich kann es kaum erwarten, den zu zeigen. Das war einfach. Aus der Jeans ist ein Maxi-Rock geworden. Hey, bin unterwegs. Die Dehnung tut gut. Spüre das Brennen. Diese Muckis wollen gepflegt werden. Ohne Fleiß kein Preis. Oh mein Gott, Justin schaut rüber. Ich bin so schlecht im Flirten. Ich guck mich im Spiegel an. Was? Dein Ernst? Das wird seine Aufmerksamkeit erregen. Ich bin eine schlanke Trainingsmaschine. Nein, immer noch nicht. Ich versuch's mal anders. Ich mache einige Nackenrollen und werfe meine Haare lässig zurück. So wie in der Shampoo-Werbung. Wow, mir ist schwindelig. Puh, ich brauche eine Pause. Er schaut immer noch nicht rüber. Du ruinierst die Stimmung. Nur ich und meine Bizeps. Wow. Irgendwie seltsam. Ich kapier's nicht. Oh, jetzt schon. Meine Haare sehen schlimm aus. Ich muss die richten. Und ich weiß auch wie. Das wird super. Ich werde Justin beeindrucken. Dafür brauche ich diese Schaumstoffnudel. Ich schneide mir ein Stück ab. Das müsste reichen. Dann wickle ich meine Haare drum. Und zwar schön straff. Ich muss das fixieren. Mit einem Netz geht's. Perfekt. Ich mache das auch auf der anderen Seite. Und gleich habe ich Locken. Ich muss nur kurz warten. Ich werde ihn vom Hocker hauen. Oh, Justin. Was denn jetzt? Was hast du da am Kopf? Schau's dir an. Gib mir eine Sekunde. Wie frisch vom Friseur. Und das im Fitnessstudio. Das ist der letzte. Und dann aufschütteln. Was denkst du? Gefällt dir, was du siehst? Wow, du siehst fantastisch aus. Diese Reaktion habe ich erwartet. Ich wusste, dass das klappt. Hey, Jasmine, wollen wir abhängen? Du kannst mir beim Hanteltraining zusehen. Lass uns stattdessen ausgehen. Oh, das sieht gut aus. Wow, guck dir diese Pose an. Er ist so sensibel. Und verwegen. Okay, das ist mein Favorit. Als würde er mich direkt ansehen. Wir wären ein tolles Paar. Ich mag das auf jeden Fall. Warte, er hat ein Tattoo? Das muss ich mir genauer ansehen. Das ist cool. Und dieses Herz, so süß. Vielleicht lasse ich mich auch tätowieren. Meine Arme sehen ziemlich langweilig aus. Aber ich habe Angst vor Nadeln. Warte mal, ich habe hier diese Aufkleber. Ich brauche kein Tattoo. Wenn ich die nehmen kann. Ein Versuch ist es wert. Ich ziehe das ab und klebe es auf meinen Arm. Noch flach andrücken. Jetzt brauche ich mein Make-up. Ich fange mit Orange an. Damit bedecke ich die Herzen. Dann kommt blauer Lidschatten. Das wird toll. Da
Daran hätte ich gleich denken können. Wird wie ein echtes Tattoo aussehen, aber ohne Nadel. Wow, ist besser als ich dachte. Zeit für ein Selfie. Und das poste ich jetzt. Hoffe, Justin sieht's. Wow, ich bekomme schon Likes. Oh, eine Nachricht. Passiert das wirklich? Natürlich will ich. Ich habe ein Date mit Justin. Juhu, ich mache mich besser fertig. Manchmal braucht man nur ein bisschen Farbe, um aus etwas Langweiligem etwas Tolles zu machen. Und dann sieht's oft auch wertvoller aus. Und weißt du, was das bedeutet? Genau, es bleibt mehr Geld in der Tasche. Puh, ich bin fertig. Wow, die werden mich reich machen. Hey, guck dir meine neue Ware an. Das sind ja total einzigartige Schuhe. Die muss ich haben. Meine Freunde werden total neidisch sein. Ah, und sie passen perfekt. Einfach unglaublich. Danke. Ich muss los. Okay, mal sehen. Und schon habe ich die Miete für diesen Monat zusammen. Guten Morgen, Welt. Heute wird ein toller Tag. Hoffentlich so gut wie mein Outfit. Wow. Langsam, langsam. Hey. Oh nein, es geht abwärts. Oh nein. Uff, das tut mir voll leid. Alles okay bei dir? Ich habe dich gar nicht kommen sehen. Eigentlich bin ich ganz gut mit den Dingern unterwegs. Unsere Schuhe sehen total süß aus. Ich kann nicht wütend sein auf eine Pink-Liebhaberin. Danke für dein Verständnis. Hey, guck mal, noch mehr pinke Räder. Okay, ich will das haben. Ich gehe rüber. Wollen wir tauschen? Fantastisch, danke. Das gehört jetzt mir. Aber ich werde das ändern. Weißt du schon, was ich vorhab? Ich mache die Räder an meine Schuhe. Und schon habe ich neue Skates. Aber ich mache die noch ein bisschen bequemer. Der rosa Pelz sieht auch schick aus, oder? Und noch ein bisschen Glitzer. Naja, du weißt schon, warum nicht? Oh, sind die nicht hübsch? Aber das dauert eine Weile, die anzubringen. Also lass uns das Tempo etwas erhöhen. Und schon sind wir fertig. Niedlich, findest du nicht auch? Jetzt nur nicht hinfallen. Aber ich denke, ich krieg das hin. Auf die Plätze, fertig, los! Los geht's! Siehst du, ist total lustig, oder? Wahre Freunde skaten zusammen. Wow, die neue Jeans gefällt mir total gut. Oh! Es ist Kevin. Er will im Park abhängen. Und dieses Outfit ist perfekt dafür. Ich hoffe, ihm gefällt das auch. Los geht's! Ich bin so aufgeregt. Das wird der beste Tag aller Zeiten. Und der fängt auch schon so gut an. Oh, hallo, süßes Vögelchen. Hab einen wunderschönen Tag. Oh. Oh. Upsi. Oh nein, was hast du gemacht? Tschüssi. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das ist Kevin. Aber ich will nicht, dass er mich so sieht. Oh, warte mal. Was ist das? Ein Kind hat mich mit Schokolade vollgeschmiert. Das ist ja übel. Aber ich denke, ich kann das beheben. Hä? Wie denn? Lass mich meinen Zauber machen. Zuerst brauche ich braune Farbe. Ich tupfe sie mit einem Schwamm auf. Siehst du, wie ein Kreis entsteht? Jetzt mach Farbe auf die Zahnbürste. Ich nutze sie, um den Rand weicher zu machen. Dann sieht er weniger kantig aus. Einfach mit der Zahnbürste von innen nach außen in kurzen Bewegungen. Das sieht schon ganz gut aus. Danach tupfe ich einen helleren Braunton auf. So entsteht ein leichter Kontrast. Jetzt nehme ich ein Wattestäbchen und tupfe schwarz auf. Und hier auch. Erkennst du schon, was es wird? Vielleicht, wenn du den süßen kleinen Mund siehst. Und er wird noch hübscher mit einer großen Brille. Oh, der ist viel süßer als ein Schokofleck. Und wenn wir schon dabei sind, setze ich ihm noch einen lustigen roten Hut auf. Das Ausmalen dauert aber ein bisschen. Okay, ich bin gleich fertig. Ich darf die Ecken nicht vergessen. Mit dunklerem Rot mache ich die Hutkrempe sichtbar. So kann man auch ein Muster machen. Oben kommt noch eine nette Nachricht drauf. Und fertig!
Tada! Wow, das ist toll geworden. Vor allem, weil es vorher ein nerviger Fleck war. Okay, ich muss jetzt los. Mach's gut. Yay! Mach's gut, kleiner Bär. Hey, psst. Psst. Willst du noch einen? Lecker. Hier, gute Arbeit. Danke. High five. Fühle ich mich heute eher wie gelb oder pink? Gelb wird's sein. Was ist das denn für ein Geräusch? Oh nein, Mama ist schon da. Ich muss meine Partyklamotten verstecken. Psst. Sie wird nie erfahren, dass ich nicht da bin. Hier scheint alles so zu sein, wie es sein sollte. Mickey ist schon eingeschlafen. Wow, dann muss sie ja echt K.O. sein. Süße Träume, mein süßer Engel. Dann gehe ich jetzt besser auf ins Bett. Unglaublich, dass das geklappt hat. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Bitte nicht fallen, nicht fallen. Ah. Naja, ein bisschen Schmutz bringt mich nicht gleich um. Oh, hier ist es ja fantastisch. Aber der Pyjama nicht. Zum Glück kann ich den abwandeln. Du hast doch nicht gedacht, dass ich im Schlafanzug in den Club gehe, oder? Ich ziehe einfach meinen Arm hier raus und wickle den Ärmel hier rum. Guck mal, wie schnittig das aussieht. Man sieht gar nicht, dass das eigentlich mein Pyjama ist. Dann kann es auch schon losgehen. Yep, ich werde die ganze Nacht durchtanzen. Macht Platz für mich, Ladies. Der DJ ist ja der Hammer. Oh yeah, jetzt bewege ich mich hier rüber. Oh, sorry. Mickey, bist du das? Schätze, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Warte. Ich will dir ein paar meiner Moves zeigen. Ja, ganz toll. Das wird definitiv eine unvergessliche Nacht. Heute wird die Schule voll cool werden. Oh, ups. Ich hab's. Ich werde mich mal umziehen. Mal sehen. Habe ich heute Lust auf grün oder rot? Ja? Egal. Warum sehen meine Klamotten so aus, als hätten Ratten dran geknabbert? Habe ich hier denn nichts Gutes drin? Mal gucken, wie ich in dem aussehe. Hihi, lustig. Aber nein. Oh, das ist alles, was ich noch habe? Wow, die Farbe ist der Hammer. Das will ich. Die Löcher sehen doch modisch aus, oder? Yeah. Wie steht mir die Farbe? Ich finde die ziemlich gut. So. Wow. Einfach umwerfend. Schön. Ah, so geht's. Komm schon, Mandy. Wir müssen los. Was ist das für ein Chaos? Hä? Das war ein Modenotfall. War da etwa ein Tornado im Spiel? Was stimmt denn nicht mit meinem Outfit? Warte. Zieh doch einfach das an. Was? Ich zieh dein Shirt an? Nimm's. Das wird mir nicht stehen. Probier's einfach an, okay? Oh ja, das passt perfekt. Oh, entschuldige mich. Vielen Dank für deine Hilfe. Das Teil ist schrecklich. Aber warte mal. Ich kann was Cooles draus machen. Dank des Ärmels wird's gleich viel besser. Jetzt ist es ein ganz neues Oberteil. Nun zum ultimativen Style-Test. Wow, das Shirt ist echt cool. Sag uns, wo hast du das her? Wow. Naja, eigentlich ist es ein Unikat. Stimmt's, Leute? Oh, warte. Hier sind wir richtig. Geht rein. Viel Spaß, Ladies. Hä? Steht da nur im Kleid? Dann darf ich wohl nicht rein. Willst du mich hier einfach stehen lassen? Ich hau ab. Hallo. Nur ich heute Abend. Ich bin bereit für die Party. Lässt du mich jetzt rein? Kein Kleid, keine Party. Wie sieht's jetzt aus? Dein Geld ist hier nichts wert. Was? Okay, okay. Ich hab schon verstanden. Hier. Ich sagte, dein Geld ist hier nichts wert.
aber ich weiß. Vielleicht können wir einen kleinen Handel machen. Also ich denke, das könnte gehen. Dann lass mal das Gold rüberwachsen. Sieht aus, als hätten wir einen Deal. Gib mir das einfach. Ich ändere das noch ein bisschen ab, okay? Ich knöpfe es um meine Taille und mache es bis unten zu. Danach nehme ich die Ärmel und binde sie hinten zusammen. Ein Knoten mit Schleife reicht. Siehst du, ist das nicht süß? Als ob es so sein sollte. Aber eine Sache muss ich noch machen. Und zwar raus aus der Hose. Die passt definitiv nicht dazu. Aber die Strümpfe lasse ich an. Dazu ein paar süße Schuhe. Und schon habe ich ein modisches Outfit an. Und jetzt wird getanzt. Haha. Na, was sagst du dazu? Ziemlich cool für ein langweiliges Hemd, was? Bis später. Beeindruckend. Und ich habe meinen Vorteil daraus gezogen. Oh yeah. Wow, hier sieht's unglaublich aus. Und hier wäre ich fast nicht reingekommen. Dieser Rock ist ja voll cool. Du siehst toll aus. So einen habe ich noch nie gesehen. Danke. Und jetzt lasst uns feiern. Prost, meine Damen. Juhu. Tschüss, Hausschuhe. Hallo, Straßenschuhe. Mal sehen. Die? Oh, die sind total aus der Mode. Wie wär's mit denen? Oh, auf gar keinen Fall. Nein. Wie geht's? Haben wir noch 2019? Meine Klebepistole. Jetzt geht's los. Aber zuerst brauche ich eine Form. Oh, meine Zehen sind niedlich, was? Schau sie dir an. Jetzt fängt der Spaß an. Zuerst kommt Kleber über die Zehen. Ich nehme goldenen Glitzerkleber. Meine Lieblingsfarbe natürlich. Wenn der trocken ist, ziehe ich ihn ab. Möchte jemand goldene Zehen? Die sind einmalig. Genau wie ich. Ach, weg da. Wow, neue Schuhe? Okay, ich stehe auf einen schrillen Mix. Die passen sogar. Aber ich mache die noch besser. Man sieht noch die Absätze. Entzückend. Und die haben nichts gekostet. Yay! Gefallen dir meine neuen Ringe? Ich gönn mir gerne etwas Neues. Wow! Von Gold bekomme ich einfach nicht genug. Wow! Ich sammle auch ältere Schmuckstücke. Diese Uhr. Die ist das teuerste hier. Was? Will die uns was sagen? Ich verstehe sie nicht. Das sind Briefe. Mal sehen, was drin steht. Finden wir es raus. Ich glaube, der ist für eine Modenschau. Du hast recht. Und? Wir müssen los. Okay. Aber zuerst Accessoires. Sowas habe ich nicht. Sind das alles Designerstücke? Ich habe nicht mal eine Handtasche. Ach nee. Was ist hier drin? Nein. Wie sieht's hier aus? Wow. Ellie hat Oma-Schlüpfer an. Ich weiß. Wedgie. Hey, au. Hab sie. Was ist passiert? Yep, jetzt wird designt. Aber zuerst kommt der mittlere Teil weg. Ist auch hygienischer. Perfekt. Und schon habe ich einen Top. Sunny? Was sollte das? Das ist mein neues Crop-Top. Das ist sogar ziemlich niedlich. Ich fühle mich inspiriert. Ich werde das auch ändern. Schau, was dieses Band kann. Und so ziehe ich's an. Das muss ich nur drehen und binden.
Das kommt jetzt hier und hier durch. Dann noch ein Knoten. Das war's. Wie sehe ich aus? Wow, fantastisch. Passt perfekt zu dir. Ich weiß, lass uns gehen. Oh je. Lächeln. Daran könnte ich mich gewöhnen. Küsschen. Und dann überträgst du die. So bekommst du X raus. Hey, ein Rockkonzert. Heute Abend? Schau, da müssen wir hin. Wow. Machen wir uns fertig. Warte mal. Ich trage diese Ohrringe. Und mein Diadem natürlich. Denn ich bin eine Prinzessin. Eine Rockprinzessin. Total. Warte, ich muss den Glanz loswerden. Autschie! Oh nein, das war heftig. Ja, yeah, geht's. Oh nein. Das ist nicht gut. Er ist ziemlich eklig. Hm, warte. Hier, sieh das an. Okay. Ich weiß nicht so recht. Nee. Dreh's um. Oh, okay. Yep, genau so. Wirklich? Jetzt zieh's drüber. Oh, okay. So? Wow, das sieht super schick aus. Gefällt's dir? Rock on! Also, ich schätze, ich lass das an. Mist. Ich werde nie cool genug dafür sein. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Willst du ein schlichtes Hemd in ein cooles verwandeln? Dann bügle einfach ein cooles Bild drauf. Wachspapier ist perfekt dafür. Runter damit und time to rock. Cool, stimmt's? Wow. Ich finde ja. Yeah, willst du meine Halskette? Ich? Klar, die steht dir bestimmt gut. Das ist fantastisch. Let's rock. Hm, sieht cool aus. Und dieser Verkauf? Ach. Wer ist das? Niemals. Ich habe heute Abend ein Date. Ich muss mich fertig machen. Zuerst Klamotten. Ach, nee. Ich zieh die an. Oh nein, ein Fleck. Aber das ist meine beste Hose. Was zieh ich denn jetzt an? Hey, das sieht doch aus wie ein Schmetterling, oder? Daraus kann ich was machen. Schmetterlingszeit. Niedlich. Jetzt klebe ich den hier drauf. Schnell, bevor es trocken ist. Jetzt kommt Farbe auf den Schmetterling. Ich habe mich für schwarz entschieden. Bevor die trocken ist, stemple ich den auf den Stoff. Mach so viele, wie du willst. So wie ich. Jetzt mit Wachspapier abdecken und mit dem Bügeleisen drüber fahren. Und das war's auch schon. Sieht niedlich aus, stimmt's? Und niemand sonst hat so eine. Ein Unikat. Okay, ich kann los. 2004, 2005. Hä? Miss Ellie, Sie haben eine Nachricht. Komm herein. Vielen Dank. Guten Tag. Ein Date? Jetzt? Das ist ein Notfall. Das schreit nach meinem schicken Parfüm. Oh, meine Tasche. Au! Was habe ich getan? Oh, Manu. Soll ich absagen? Hey, ich schaff's nicht. Warte, ich komme doch. Die ist perfekt.
Zuerst schneide ich die Naht auf. Dann Stoffkleber auftragen. Umfalten und festklemmen. Sobald das trocken ist, stanze hier zwei Löcher rein. Dann kommen diese Metallteile ran. Die müssen schön festsitzen. Jetzt kommt die goldene Kette. Einfach durch die Löcher ziehen und zumachen. Ist das niedlich oder was? Und fertig. Sowas nenne ich einen glücklichen Unfall. Ist viel schicker. Und jetzt zum Date. Fast vergessen. Lass uns anfangen. Los geht's. Das muss sofort erledigt werden. Die gehört mir. Schau mal, was du gemacht hast. Wir können mit ihr etwas anfangen. Oh, gute Idee. Wahnsinn, das sieht unglaublich aus. Bitte sehr. Das ist ja süß. Wow, ein Jeanskleid. Toll. Du bist dran, Mia. Erstaunlich. Komm schon, beeil dich. Ich versuche es ja. Warum sind Skinny Jeans so schwer anzuziehen? Nur, warte mal. Es ist schwierig, dazu zu sehen. Ich denke, ich schaffe es. Nein, vielleicht nicht. Ich probiere es mal so rum. Was machst du da? Wird nicht lange dauern. Schau, ich habe meinen Fuß durchbekommen. Puh, das war schwierig. Okay, und nun das andere Bein. Oh oh, das klang nicht gut. Oh nein, ist okay. Ich kann mich drum kümmern. Mit dieser Schere. Ich muss nur die richtige Stelle am anderen Bein finden. Das sieht richtig aus. Jetzt mache ich einen Schnitt durch den Stoff. So, abgeschnitten. Das hatte ich so nicht geplant. Ich werde sie besser ausgleichen. Sie scheinen immer kürzer zu werden. Halt! Gib sie mir. Na gut. Es war aber unter Kontrolle. Ja, sicher. Den Rest der Jeans auf einen Tisch legen. Nun nimm eine Schere. Eine diagonale Linie durch eines der Beine schneiden. Jetzt sind sie Shorts. Ich habe diese Strasssteine. Ich schneide sie in Streifen. Jetzt kommt der lustige Teil. Wir werden die Shorts interessanter machen. Für den nächsten Teil brauchen wir eine Klebepistole. Ich gebe einen kleinen Kleckskleber auf den Rand der Shorts. Dann die Strasssteine aufkleben. Ich mache das gleiche entlang der Shorts. Und ich werde verschiedene Längen verwenden. So, alles fertig. Die sehen gut aus. Ich hoffe, sie gefällt mir. Okay, probier sie. Die ist erstaunlich. Danke, Betty. Ich mache nur mein Ding. Du bist die Beste. Sieht gut aus. Eine kleine Retusche und ich bin fertig. Betty, schau dir dieses Zimmer an. Es ist ein einziges Durcheinander. Das ist eine Schande. Überall liegen Make-up und Kleidung herum. Du musst das aufräumen, junge Dame. So schlimm ist es nicht. Soll das ein Scherz sein? Ich kann nicht mal... Gut, ich werde das tun. Oh, da ist etwas drin. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Das würde alles organisieren. Ich könnte diese alten Jeans gebrauchen. Ein Versuch ist es wert. Ich mache nur einen Platz frei. Mal sehen, was in dieser Box ist. Das sind sehr viele Jeans. Zumindest werden sie nützlich sein. Jetzt an die Arbeit. Ich habe meine treue Schere. Ich fange mit dieser Jeans an. Ich werde die Gesäßtasche ausschneiden. Ich möchte, dass die Tasche intakt bleibt. Ich brauche ein paar mehr Taschen. Jetzt nehme ich ein Stück Jeansstoff. Ich werde Kleber auf die Seite geben. Dann klebe ich diesen Schnürsenkel daran. Ich mache das gleiche auf der anderen Seite. Ich knote den überschüssigen Schnürsenkel. Danach trage ich Kleber auf die Rückseite der Taschen auf. Ich brauche nicht viel Kleber. Ich drehe sie um und klebe sie an den Stoff.
Ich drücke sie herunter und stelle sicher, dass sie richtig sitzt. Ich klebe den Rest der Taschen drauf. Das ist die letzte. Und das war's. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, um es aufzuhängen. Perfekt. Es ist großartig, um Ordnung zu halten. Hörst du mich? Lege dein ganzes Make-up hier rein. Wie schwer war das? Wow, danke, Mama. Kein Durcheinander mehr. Mama? Ich sag nichts. Wow, diese Zeichnung sieht gut aus. Oh, ich kann mir einen Streich spielen. Schön ruhig. Sie hat keine Ahnung. Oh! Ups. Was zum... Wie hast du das geschafft? Wow, lass mich das mal sehen. Mia, die hatte ich an. Ich habe eine tolle Idee. Fügen wir den Jeans ein paar weitere Designs hinzu. Ich beginne damit, die Zeichnung mit einem normalen Stift zu skizzieren. Damit bin ich zufrieden. Jetzt gehe ich mit einem Filzstift drüber. Dann kann ich etwas Farbe hinzufügen. Ich muss nur in der Reihe bleiben. Die werden so gut aussehen. Und es ist eine großartige Art, kreativ zu sein. Jetzt können wir etwas an der Unterseite des Beins hinzufügen. Zeichnen wir einen süßen Hund. Erstmal eine Skizze, dann ausmalen. Diese Jeans wird einzigartig sein. Wahnsinn! Jetzt machen wir die Gesäßtasche. Das sollte ich beruflich machen. Ich denke, das ist genug. Auf gar keinen Fall! Was hältst du davon? Wow! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du bist so begabt. Ich glaube, das ist jetzt meine Lieblingsjeans. So cool. Danke, Mia. Oh, warte hier. Bitteschön. Im Ernst? Komm schon. Komm. Na gut, aber du schuldest mir was. Natürlich gehe ich zur Party. Hallo, Teddys. Ich hoffe, dort sind süße Typen. Betty, lass uns spielen. Hau ab, ich bin am Telefon. Wirklich? Er geht auch? Ich liebe euch Teddys trotzdem. Ich frage mich, wovon Betty spricht. Ich muss vorsichtig sein. Oh, interessant. Weg da. Oh, du machst echt keinen Spaß. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Ich könnte vorgeben, Modedesignerin zu sein. Bettys Kleidung ist langweilig. Ich kann sie stylischer machen. Es braucht nur einen kleinen Schnitt hier. Oh ja, das ist viel besser. Er ist so... Warte, das ist meins. Was war das? Halt! Was? Du bist so eine Göre. Gib das her. Das ist ruiniert. Aber es hat viel Spaß gemacht. Warte, vielleicht muss ich es nicht wegwerfen. Ich kann es immer noch anziehen. Zuerst muss ich es in der Hälfte falten. Dann mache ich einen Schnitt in der Mitte. Ich muss die Linie gerade halten. Ich schneide die Ärmel und die Seiten ab. Jetzt werde ich noch ein paar Schnitte machen. Aber ich werde knapp unter der Halslinie stoppen. Wenn ich es aufhalte, hat es Quasten. Okay, ich muss es ausbreiten. Ich nehme diese zwei Quasten und binde sie zusammen. Den Rest binde ich auch. Es ist wie beim Haareflechten. Ich füge Knoten unten an den Quasten hinzu. Ich möchte, dass es wie ein Netz aussieht. Wow, das ist genau das, was ich wollte. Aber ich kann es so nicht tragen. Das ist schon besser. Wow, es sieht so süß aus. Du bist immer noch langweilig. Ich bin bereit für die Party. Hm, vielleicht kann ich auch ihre Tasche verbessern. Haha, Mia, nein! Ich freue mich schon voll auf das Date. Ich hoffe, er beeilt sich. Hat er mich versetzt? Wo bist du? Warum passiert das immer mir? Ein leckerer Milchshake. Ist das Mia? Mia, hey, wie geht's? Es ist so schön, dich zu sehen. Lange nicht gesehen. Ah! Ups. Mein Rock ist ruiniert. Ich bin auf einem Date. Oh, bist du? Ich kümmere mich darum. Entspann dich einfach.
Ich habe immer einen Ersatz. Das passiert sehr oft. Dem Top geht's gut. Es ist mein Rock. Probier's einfach an. Genau so. Mach weiter. Warum mache ich das? Sieht aber nicht richtig aus. Lass mich dir helfen. Wir müssen die Träger richten. Was soll das Ganze? Ich ziehe es nach unten. Und schon ist es ein Rock. Ziehe den Befleckten aus. Ein ganz neues Outfit. Ups. Oh mein Gott, du bist die Beste. Oh, er wird bald kommen. Viel Glück. Das hoffe ich. Oh, mein Getränk. Danke. Gestatten Sie mir? Oh, jemand ruft mich an. Ein Moment. Nein, nicht schon wieder. Es tut mir so leid. Ich bin wirklich ungeschickt. Warten Sie, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir diesen Schal verwenden. Ein Versuch ist es wert. Ich wickle den Schal um mich und halte die Enden fest. Jetzt nehme ich meinen Ring und ziehe die Enden durch ihn hindurch. Ich schiebe den Ring ganz entlang des Schals. Er befestigt den Schal um mich herum. Ich lege mir die Enden um den Hals und binde sie fest. Einfach so. Sie sehen fantastisch aus. Das steht Ihnen wirklich gut. Ich bin so erleichtert. Bitte, setzen Sie sich. Versuchen wir das nochmal. Tut mir leid, ich bin gerade etwas nervös. Oh, da bist du ja. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Die sind für dich. Ups. Es war ein Versehen. Oh nein. Nein. Also, kein zweites Date? Betty? Ich habe keine Ersatztops mehr. Das war's. Ich bleibe ledig. Oh, ich mag diese Stricknadeln überhaupt nicht. Aber es ist so schön, Zeit mit meiner Enkelin zu verbringen. Du lieber Himmel, was ist das? Und fertig. Wunderbar. Schätzchen, Schätzchen, sieh mal, was ich für dich habe. Oh, du hast mir einen neuen Pulli gestrickt. Danke. Bitteschön. Wow, ist ja ziemlich schwer. Na, was denkst du? Danke, er ist, klasse. Aber wenn ich den in der Schule trage, werde ich zum Gespött der Nation. Mein Ruf ist dahin. Ah, wie das Teil an dir hängt. Puh, du bist so dumm. Oh, keinesfalls, kommt gar nicht in Frage. Hey, Oma! Oh, sie ist eingeschlafen. Mist, was mache ich denn jetzt mit diesem Pullover? Moment mal, ich habe eine großartige Idee. Zeit für einen unglaublichen Klamottentrick. Ich werde diesen Pulli in etwas Vernünftiges verwandeln. Ich mache aus einem Rollkragen einfach einen Top. Okay, das sieht schon mal gut aus. Aber mit den Ärmeln muss ich noch was machen. Hey, ich binde sie einfach wie einen Gürtel um die Taille. Ein einfacher Knoten. Und die Enden stecke ich weg, damit sie keiner sieht. Und fertig, von einem übergroßen Pulli zu einem Strickkleid. Oh, Oma sieht so süß aus. Ich will sie lieber nicht wecken. Sie braucht ihren Schlaf. Sie ist so gut zu mir. Wollen wir doch mal sehen, wer jetzt lacht. Wow, was für ein geiles Kleid. Danke, hat meine Oma für mich gemacht. Yeah, Zeit für eine tolle Party. Hallo Leute, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Du meine Güte, vielen Dank. Gern geschehen. Lecker, Snacks. Ich liebe Geburtstagsgeschenke. Das Beste auf der Welt. Was da wohl drin ist? Oh, wie aufregend. Oh, wow. Was ist das? Er hat ja gar keine Ahnung von Mode. Hey, gefällt's dir? Das ist ein Rock, oder? Der ist echt lang. Eigentlich ist es eine Hose. Die Farbe ist wirklich cool. Oh Mann, die ist absolut schrecklich. Hey, keine Sorge, das kriegen wir hin. Oh, okay. Ein Versuch ist es wert. In Ordnung, retten wir diese Geburtstagskatastrophe. Hier ist diese gigantische Hose. Und für den ersten Schritt brauchen wir eine Schere. Ich schneide einfach dieses Hosenbein ab. Super, jetzt ziehe ich sie wieder aus. Und es ist keine Hose mehr. Über den Kopf und dieses Bein wird ein Ärmel. Tada!
Die Katastrophenhose ist jetzt ein Oberteil. Hey, da bin ich wieder. Wow, hammermäßig. Ich wusste ja gar nicht, dass das Teil eigentlich ein T-Shirt ist. Jungs. Das wird so eine tolle Reise. Ich kann es kaum erwarten, braun zu werden. Ich habe mir sogar die erste Klasse gegönnt. Bis später. Ich muss nur noch erst fertig packen. Ich nehme einfach alles mit. Oh, den Sonnenhut natürlich auch. Hm, die Schuhe gehen aber gar nicht. Eigentlich brauche ich ein paar gescheite Strandschuhe. Hm, ich weiß, die müssen hier irgendwo sein. Ah, eine Maus! Sie knabbert meine Latschen an. Gib die wieder her, du Untier! Ich sagte, gib her! Ah! Los, raus hier! Gut, sie ist weg. Hey, Moment mal. Ich habe eine geniale Idee. Ich habe hier diese Gummistiefel und schneide die Spitze ab. So einfach. Und jetzt muss ich nur noch hier entlang schneiden. Und fertig. Wow, die sehen toll aus. Jetzt habe ich ein neues Paar Strandlatschen. Perfekt. Was sagst du nur, du blöde Maus? Und ab geht's an den Strand. Es ist Waschtag. Wie gut, dass ich nicht so viel waschen muss. Oh, meine Jeans. Die ist definitiv meine Lieblingshose. Und das war's. Nur eine kleine Waschladung. Los geht's. Das kann ja nicht lange dauern. Mal auf die Uhr schauen. Ich setze mich einfach so lang hier hin und warte. Wow, hier kann ich so viel lernen. Ja, ich warte nur, dass meine Wäsche fertig ist. Oh, sie ist fertig. Ich rufe sie später nochmal an. Okay, da ist mein Rock. Was? Was ist denn damit passiert? Er ist winzig. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Bitte nicht auch meine Lieblingsjeans. Puh, die sehen noch ganz okay aus. Ich probiere sie sicherheitshalber an. Komm schon, rein da. Das muss doch passen. Oh, vergiss es. Die muss auch eingelaufen sein. Meine Lieblingsjeans. Total ruiniert. Unfassbar. Mir so den Tag zu verderben. Blöde Hose. Ich habe ihr doch überhaupt nichts getan. Warte mal. Vielleicht kann man ja doch noch was machen. Ha, ich ziehe sie einfach rückwärts an. Ich ziehe sie auf beiden Beinen ein Stück hoch. Und dann ziehe ich sie einfach hoch. Ja, es funktioniert. Diese Hose habe ich überlistet. Tschüss, Rock. Dich brauche ich nicht mehr. Ja, meine Lieblingsjeans hält noch eine Weile. Und sie sieht noch so gut aus wie vorher. Dann kann sie endlich losgehen. Scheint das richtige Haus zu sein. Oh, das muss mein Paket sein. Bitte schön, Ihre Lieferung. Ja, ich liebe es, Pakete aufzumachen. Und das hier kommt aus Australien. Ich muss nur rankommen. Komm schon, Klebeband. Geh ab. Och, das bringt nichts. Oh, na klar. Ich nehme die Schere. Ha, geht doch. Das ist doch ein Kinderspiel. Ich schneide das ganze Klebeband auf. Na endlich! Jetzt geht's auf! Oh nein, die Schere hat meinen Mantel ruiniert! Nein, er ist völlig im Eimer! Was für ein Riesenmist! Aber vielleicht kann man ja doch noch was machen. Okay, ich ziehe ihn einfach mal an und sehe, wo wir stehen. Jetzt brauche ich wieder eine Schere. Ich schneide einfach da weiter, wo er schon kaputt ist. So, einmal ringsrum. Und jetzt kann ich das Unterteil als Rock anziehen. Mit den Knöpfen bleibt er an seinem Platz. Klasse, jetzt habe ich eine kleine Jacke und einen Rock. Wow, das sieht großartig aus. Davon muss ich ein Foto machen. Diese Selfies werden so viele Likes kriegen.
Ja, dieses Foto schicke ich auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, es gefällt ihr. Es gefällt ihr. Sie findet es cool. Juhu. Ha, endlich entspannen. Das habe ich mir verdient. Okay, ich ziehe lieber meinen Badeanzug an. Oh nein, mein Badeanzug, er ist total ruiniert. Mist, diese Schokolade hatte ich total vergessen. Also, so kann ich den nicht anziehen. Was mache ich denn jetzt? Moment mal, ich glaube, ich weiß, wie ich den Nachmittag rette. Okay, ich brauche diesen Stoff von meinem Hut. Gut, da haben wir doch eine Menge, womit man arbeiten kann. Als erstes wickle ich ihn um meine Taille. Super, sieht fast wie ein Rock aus. Süß. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich ziehe den Stoff durch meine Beine und unter dem Knoten durch. Jetzt rolle ich den oberen Teil ein bisschen ein und benutze ihn, um am Rücken noch einen Knoten zu binden. Fertig. Und schon sitzt alles. Tada, mein neuer Badeanzug. Und jetzt lege ich mich endlich in die Sonne. Und immer genug trinken. Wow, was für ein hinreißender Badeanzug. Hey, hör auf, sie anzustarren. Komm schon. In der Tat, das muss ich zugeben. Hey, oh wow, sie sieht toll aus. Und ich? Naja, sehe nicht so toll aus, schade. Oh, irgendwie sieht sie traurig aus. Hey, ich weiß, wie ich sie aufheitern kann. Die Schere hier ist die Lösung für dieses Problem. Was hast du damit vor? Du machst mir Angst. Nein! Oh doch! Halt still, ich muss ein paar Schnitte vornehmen. Ich folge einfach dieser Naht hier. Ha, ja, ich bin ein Genie. Jetzt ziehen wir dir die Ärmel ab. Wow, das sieht schon viel besser aus. Wir sind noch nicht fertig. Oh, meine Brille? Okay, ich nehme sie ab. Sehen ist nicht so wichtig. Die Schnitte haben wahre Wunder bewirkt. Cool! Okay, wie abgemacht habe ich Saft mitgenommen. Ich habe die Becher dabei. Das ist aber nicht alles. Oh nein, ich habe Schokoladencreme mitgenommen. Dein Ernst? Die esse ich am liebsten. Ich auch. Lass sie uns sofort essen. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ich verteile sie auf dem Brot. Hey. Hier für dich, das ist dein Stück. Juhu, danke schön. Ich brauche noch eine Serviette. Das ist so gut. Danke dir. Kein Thema. Dafür sind Freunde doch da. Jetzt bin ich an der Reihe. Oh nein. Meine ganze Kleidung ist voll. Oh nein. Hier, nimm die Serviette. Das sollte helfen. Danke dir. Oh, hoffentlich hilft das. Nein, damit ist es noch schlimmer geworden. So ein Mist. Irgendwie muss ich dir doch helfen können. Warte, die Schleifen in meinem Haar, das wird die Lösung sein. Was soll ich denn damit machen? Vertrau mir. Okay, halte deinen Top hoch. Okay. Dreh es für mich um. Okay, nun kommt die Schleife. Ich wedle sie so durch die Träger. Okay, bist du bereit? Das kommt jetzt über deinen Kopf. Gut. Okay, wir sind noch nicht fertig. Ich brauche die Schleife nochmal. Die Schleife ziehe ich durch das Innere des Tops. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Oh, schon kapiert. Von hier übernehme ich. Ich binde es am Rücken zu. Hey, Ladies, danke für die Einladung zum Picknick. Wir haben dein Outfit im letzten Moment gerettet. Oh, wow, dein Outfit ist der absolute Hammer. Oh, danke. Haut rein, wir haben jede Menge Snacks. Mal sehen. Oh, wow, das Outfit ist süß. Ich liebe es. Oh nein, das ist viel zu teuer. Ich sehe nochmal nach. Ja, ich bin sowas von pleite. Wie sieht es mit dem anderen aus? Mist, das ist zu wenig. Okay, dann lege ich selbst Hand an. Nope, nee, nein, auf gar keinen Fall. Oh, na also, das ist genau, wonach ich suche. Ach komm schon, seit wann ist da ein Loch drin? Das soll wohl ein Witz sein. Halt, ich weiß, was zu tun ist. Okay, ich habe meine löchrige Jeans und eine Schere. Zeit für ein Makeover. Ich schneide hier rein. Ich muss vorsichtig sein, damit die Naht gerade wird. Gut, dann drehe ich es und schneide hier entlang. Da ist das Loch. Ich schneide um das Loch herum. Perfekt. Aus der Hose mit Loch wurde ein super süßes Top. Ich bin ein Genie. Wisst ihr was? Davon brauche ich ein Selfie. Okay, die Mucke läuft und die Farbe steht bereit. Dann male ich mal los. Yeah, ich liebe diese Farbe.
Das ist echt gut. Ich gehe mal hier hin. Oh, er ist nicht da. Jetzt muss ich ihm schreiben. Ich sitze hier und warte auf dich. Mann, ist das nervig. Was ist das? Oh nein, ist das etwa... Das ist Farbe. Nein, ist das zu fassen? Meine Hand ist jetzt voller Farbe. Halt! Oh nein, meine Hose! Ich sitze auf nasser Farbe. Das ist schrecklich. Wieso passiert mir das? Was mache ich jetzt? Kann ich sie abwischen? Zuerst versuche ich, meine Hand zu waschen. Oh, das geht nicht weg. Ob es wohl vom Stoff runtergeht? Oh, das geht nicht weg. Heute ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Yeah, das ist echt gut geworden. Voll krass. Hä? Wieso weint das Mädchen? Oh, ich habe Mitleid mit ihr. Sie heult wie ein Schlosshund. Oh, hey. Ich wette, ich kann dir weiterhelfen. Redest du mit mir? Du bist die einzige Person weit und breit. Komm mal her. Naja, ich habe nichts zu verlieren. Wow, wow, wow. Hör auf zu weinen. Hier, nimm das. Oh, je. Oh, sorry. Hier ist ein Taschentuch für dich. Nein, bleib fern von mir. Das hilft mir nicht weiter. Warte, warte, warte. Ich verspreche dir, dass ich helfen kann. Halt still. Ich verpasse deiner Hose etwas Farbe. Okay, dreh dich um. Danke, das sieht echt cool aus. Die Farbe sprühe ich an deinen Beinen entlang. An den Seiten kommt etwas Gelb hin. Das sieht toll aus. Mach die andere Seite auch. Yep, mehr Farbe. Überall kommt Farbe hin. Du meine Güte, das sieht toll aus. Das ist unglaublich. Das habe ich sehr gerne getan. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hier, ich muss dich für deine Dienste bezahlen. Wow, vielen lieben Dank. Bye. Sie hat mir so viel Geld gegeben. Hey, sorry für die Verspätung. Wir können los. Oh, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Ja, wir müssen zuerst da lang. Komm mit. Oh, hey, da bist du ja wieder. Sieh mal, ich habe jetzt dein Schild. Einzigartige Designs. 10 Euro. Puh, das Wetter spielt heute wie verrückt. Hallo, Miss. Hier ist das heutige Menü. Danke. Oh, mein Gott. Er sitzt dort drüben ganz alleine. Er sieht rüber, ich winke ihm flirten zu. Oh, was zum Geier? Was stimmt nicht mit mir? Ihr Flirtversuch ging voll nach hinten los. Oh, seht sie euch an. Ihr rotes Haar ist wunderschön. So süß. Was? Daran ist er also interessiert? Das ist wahrlich einer meiner besten Kuchen. Oh, ich muss eine Bestellung aufnehmen und los. Hallo, Sir. Was darf ich Ihnen bringen? Wow, du trägst echt viel Rot. Das ist meine Lieblingsfarbe. Oh, wie schön. Darf ich Ihnen etwas bringen? Natürlich. Aha. Ich nehme das hier. Halt! Hat er gesagt, dass Rot seine Lieblingsfarbe ist? Ich trage nichts Rotes, weder am Körper noch auf dem Kopf. Das ist unfair. Wie hätte ich das wissen sollen? Er hat ihr all seine Aufmerksamkeit gegeben, weil sie eine rote Schürze trägt. Sie ist super traurig, weil der Kerl mit mir geflirtet hat. Naja, hier ist ihre Bestellung. Guten Appetit. Das ist unfassbar. Wie unfair. Ich bin wütend. Sir, hier ist ihre Bestellung. Ich stelle sie hier ab. Oh ja, das sieht gut aus. Voll mit meinem Lieblingsgemüse. Guten Appetit. Was macht er denn jetzt? Ist er rotes Essen? Oh nein, da kommt noch ein Mädchen und sie trägt Rot. Die gefällt ihm wohl auch. Und das nur, weil sie Rot getragen hat? Moment mal, was ist, wenn ich könnte? Oh mein Gott, mir ist eine gute Idee eingefallen. Mal sehen, habe ich etwas dabei, was ich gebrauchen könnte? Oh, natürlich, mein Regenschirm. Den spanne ich auf. Aus diesem Regenschirm wird nun ein Rock gemacht. Ich liebe die Form und die helle Farbe. Oh, er sieht rüber. Hi, na, wie geht's dir? Oh mein Gott, ich muss ihr unbedingt diese Blume geben. Die Rose erinnert mich an dich, weil du so schön bist. Oh, vielen lieben Dank. Möchtest du dich zu mir setzen? Hä? Was zum Geier ist das? Ein Regenschirm oder was? Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Oh mein Gott, ich werde richtig müde. Zeit fürs Bett. Ah, kann's kaum erwarten zu schlafen. Hä? Ist das mein Handy? Wo ist es? Ach, da ist es ja. Okay, wer ruft an? Hallo? Hey, hey, ich bin auf einer Party und sie ist mega gut. Du solltest auch hierher kommen. Alle vermissen dich hier. Oh, ich bin zu müde. Moment. Oh mein Gott, wie konnte ich das bloß vergessen? Nein,
Heute ist der Tag der großen Party. Voll vergessen. Was soll ich anziehen? Oh, das sollte funktionieren. Okay, ich werfe einen Blick in den Spiegel aus meiner Handtasche. Hi, Penny. Ich hab's geschafft. Hi, Leute. Sorry für die Verspätung. Was zum Geier hast du da an? Oh, ist das etwa ihr Outfit für die Party? Das ist ihr Outfit? Oh je. Yeah. Nein, meine Kamera darf so etwas nicht sehen. Ja, sorry, aber dein Outfit kannst du in die Tonne treten. Das ist zu brav. Du musst dir unbedingt etwas anderes anziehen. Kaum zu fassen, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Was mache ich bloß, um das wieder gerade zu biegen? Nein, keine der Schleifen hilft mir. Die sehen alle zu brav aus. Keine süßen Haarreife mehr. Oh, halt. Ich habe zwei Haarspangen. Yep, damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ich mache meine Zöpfe auf. Schon viel besser. Locker und flockig. Ran an die Arbeit. Bist du bereit, Haarklammer? Dann mal los. Ich ziehe meine Haare nach oben und befestige sie mit der Klammer. Dann drehe ich meine Haare um die Klammer. Genau so. Als nächstes muss ich die Haare auflockern. Nun stecke ich sie mit Haarnadeln fest, damit nichts verrutscht. So bleiben die Haare genau da, wo sie sein sollten. Jetzt fehlt natürlich noch die andere Seite und fertig. Der süße Haarreif ist von gestern. Hey Penny, bin wieder da. Oh mein Gott, deine Frisur ist ja der absolute Knaller. Du siehst toll aus, kaum zu fassen, dass du das gemacht hast. Wow, seht sie euch an, ihre Haare sind der Wahnsinn. Oh, davon muss ich unbedingt ein Foto machen. Yeah, mach Fotos, wir sehen toll aus. Wow, die Bilder sehen so schick aus. Aber das kriege ich auch hin. Wie schwer kann ein gutes Selfie schon sein? Es kommt auf den Winkel an. Oh ja. Ich zeig's allen. Schauen wir mal. Echt jetzt? Warum? Okay, ein gutes Selfie hinzubekommen ist doch schwerer, als ich dachte. Ach, hätte ich nur ein schickes Outfit. Hey, ich habe eine Idee. Und meine Armreifen helfen mir. Ich steck sie unter mein Oberteil. Und mit einem Gummi fixiere ich sie. Ich mach das bis rüber. So mache ich mein Oberteil schick. Und es sieht nicht mehr langweilig aus. Es wird zu einem Crop Top. Wow, das gefällt mir. Aber ich muss noch was mit meinen Haaren machen. Aber was? Ich glaube, ich weiß was. Diese Blumen sind wunderschön. Sie werden das perfekte Haaraccessoire. Ja, das ist toll. Ich fühle mich wunderschön. Mutter Natur wäre stolz. Und mein Make-up. Wow, es ist Selfie-Time. Das ist schon besser. Ich glaube, die werden gut aussehen. Wow, die sind fantastisch. Ich sehe aus wie vom Laufsteg. Zeit ins Schwitzen zu kommen. Ich freue mich schon aufs Training. Ich sehe mich nur noch schnell um. So kann ich ja nicht trainieren. Ich liebe diese Turnschuhe. Die sind so schön bunt. Und ich brauche meine Jogginghose. Die ist total bequem. Auch im Fitnessstudio muss man gut aussehen. Okay, wo ist mein Shirt? Ah, da ist es. Hey, irgendwas stimmt nicht. Ich dachte, das wäre frisch. Aber der Schweißgeruch sagt was anderes. Igitt. Das kann ich nicht anziehen. Vielleicht gibt's hier ein Ersatzshirt. Hey, was ist denn da los? Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja, das könnte klappen. Joink. Hoffe, das stört keinen. Aber die Verzweiflung verlangt danach. Ich lege das Höschen hin. Und dann brauche ich eine Schere. Mit der mache ich einen Schnitt in der Mitte des Höschens. Das sieht gut aus. Dann probiere ich das mal an. Ist ein schönes Sporttop geworden. Hilfe? Psst, Ashley, hier drüben. Ashley! Hä? Was ist los? Ist mir irgendwie peinlich. Ich habe meinen Slip verloren. Du hast ihn nicht gesehen, oder? Nein. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das Oberteil kommt mir bekannt vor. Kommt mir sogar sehr bekannt vor. Aber das kann nicht sein. Nein. Das wäre ja lächerlich. Viel Glück bei der Suche. Danke. Guck einfach weg. Danke für den Tipp. Ha, das ist echt toll. Ist so schön, sich zu treffen und Kuchen zu essen. Wow, guck dir die mal an. Sie sieht so schick aus. Ihre Tasche gefällt mir. Sie ist so süß. Wow, das stimmt. So eine Tasche hätte ich auch gerne. Also, ich habe mit Kevin gequatscht und er war so flirty. Ashley, was ist los? Geht's dir gut? Ashley, komm zu dir. Was hast du denn? Guck dir diese Tasche an. Es ist ein Herz. Ich will auch so eine. Oh, verstehe. Wenn du die willst, bekommst du sie. Dafür sind Freunde doch da.
Bin gleich zurück. Verhalte dich jetzt ganz natürlich. Ich werde es direkt versuchen. Entschuldigung. Ich nehme ein Wasser und die Margarita-Pizza. Oh, ich dachte, du wärst die Kellnerin. Nein. Hey, was ist denn da drüben los? Hä? Ich sehe nichts. Und tschüss. Das perfekte Verbrechen. Das ist nicht gut. Bleib da stehen. Du fährst für eine lange Zeit ein. Oh. Das will ich nicht. Aber was kann ich denn sonst machen? Ich muss nachdenken. Und das schnell. So eine hübsche Tasche. Sie wird noch verrückt. Warte mal. Der Kaffee hier ist echt gut. Ich brauchte diesen Koffeinkick. Und ich brauche die Wolle von deinem Pulli. Die ist perfekt. Ist es hier drin kälter geworden? Hey, hatte ich nicht einen Pullover an? Ich brauche noch ein paar Sachen. Mal sehen. Damit wird's gehen. Joink. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ich lege das Plastikglitter flach hin. Jetzt brauche ich eine Schere. Mit der schneide ich das Gitter zu. Ich schneide ein langes Stück von der Seite ab. Und dann schneide ich zwei der Ecken ab. Jetzt noch einen diagonalen Schnitt. Und ich habe die Form, die ich wollte. Dann brauche ich einen Verschluss. Dieser Schmetterling wird's machen. Ich lege den auf das Gitter. Hier scheint eine gute Stelle zu sein. Der Verschluss muss festsitzen. Okay, weiter geht's. Ich habe eine große Plastiknadel. Da fädel ich den Wollfaden ein. Dann ziehe ich die Wolle durch die Löcher im Gitter. Das geht ganz einfach. Ich muss nur den Abstand einhalten. Ich mache das die ganze Seite entlang. Aber ich will keine Lücken lassen. Ziemlich entspannend. Ich will alles abdecken. Ich habe noch eine Kette. Und da fädel ich auch die Wolle durch. Wenn ich das Ende erreicht habe, brauche ich sie nur noch durchziehen. Ich habe noch zwei kleine Teile gemacht. Die kommen an die Seite. Ich nähe die einfach an. Ich klappe das lange Teil zurück und schon habe ich eine Tasche. Jetzt muss nur noch die Kette dran. Die sieht schick aus. Jetzt klappe ich zu. Und drehe den Verschluss. Ich hoffe, Ashley gefällt sie. Sie ist so weich. Hey, Ashley. Wow, gib her. Ich liebe sie. Genauso eine wollte ich. Ha, sieht aus wie meine Tasche. Ich dachte, ich hätte ein Unikat. Nee, nee. Ich glaube, ich bin verliebt. Zum Glück ist der Unterricht vorbei. Da drin ist es so warm. Phew, der Kapuzenpulli war keine gute Idee. Ich muss den ausziehen. Ah, schon besser. Ich fühle mich schon cooler. Ich stecke den in meinen Rucksack. Der passt nicht rein. Zu viele Bücher. Okay, dann trage ich den. Ach, komm schon. Was soll das? Das wird nervig. Aber alles okay. Tief durchatmen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich binde den einfach um meine Taille. Na bitte. So schwer ist es nicht. Und sieht sogar gut aus. Okay, ich schnapp mir meinen Rucksack und los. Ich will nicht zu spät zur nächsten Stunde kommen. Oh oh. Wow. Au. Das tat voll weh. Hey. Bist du ein Engel? Ich hab schon Schlimmere gehört. Was machst du auf dem Boden? Ich helf dir auf. Danke. Was ist passiert? Das war mein blöder Pulli. Ich hab den um meine Taille gebunden und der ist runtergerutscht. Ja, das ist mir auch schon passiert. Aber ich kenne einen tollen Trick. Trag ihn quer über deinen Körper. Dann verknotest du die Ärmel. Zieh ihn fest. Dann wickle die Ärmel so ein. Dann kann nichts verrutschen. Und sieht gut aus. Wow, das ist genial. Und sieht fantastisch aus. Ich weiß. Und der rutscht bestimmt nicht runter? Warte, ich teste das mal. Hey, das ist gut. Wow, das haut mich um. Ja, das hat auch mein Leben verändert. Oh, lass uns zum Unterricht gehen. Wow, alle in diesem Magazin sehen so toll aus. Haben die ein Glück. Ich wünschte, ich wäre so modisch. Oh, interessant. Das gibt's nicht. Süße, du musst dringend was an den Augenbrauen machen. Schnapp dir eine Pinzette und fang an. Wurde ich gerade von einem Magazin beleidigt? Ich meine, ist doch nicht so schlimm, oder? Wahrscheinlich sollte ich doch was unternehmen. Aber was? Ich habe keine Pinzette. Oh, mein Mäppchen. Vielleicht finde ich hier was Brauchbares. Kleber?
eine Augenbrauenbürste. Nein, das klappt nicht. Es gibt nur eine Sache. Ich muss shoppen gehen. Wow, all diese Produkte. Hier muss es doch eine Pinzette geben. Wo sind sie? Aha. Oh, wow, so viel Auswahl. Oh, die sind perfekt. Die werden die Arbeit erledigen. Bald werde ich zwei Augenbrauen haben. Was für ein Tag. Ich nehme die hier bitte. Sicher, das sind... Wow. Reicht das? Nein, die kosten 50 Euro. Für eine Pinzette? Kann ich mir nicht leisten. Hey, ich kann dir helfen. Benutze einfach Münzen zum Augenbrauenzupfen. Vertrau mir. Okay, tut das weh? Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Drücke einfach die Münzen zusammen und klemme das Haar ein. So kannst du sie einfach zupfen. Bin ich froh, dass wir hier einen Staubsauger haben. Wir sind fertig, schau mal. Wow, das ist ja großartig. Danke. Kein Problem. Und ich dann so, sorry, hast du gerade gesagt, noch ein Pony? Hey, guck mal, eine Party. Das ist heute in der Schule. Ja, Prinzessinnen sind für Partys gemacht. Hm, dieses Kleid passt aber nicht. Ich brauche irgendwas Besseres. Zum Beispiel das. Yes, das ist die richtige Prinzessinnen-Party-Garderobe. Wow, das ist wunderschön. Dann sollte ich mich wohl auch umziehen. Ich dachte, ich habe den gleichen Move gemacht wie sie. Irgendwas mache ich wohl falsch. Wo fliegt denn die Dose hin? Neben den Mülleimer natürlich. Ich sollte sie aufheben. Moment mal. Ich denke, das sollte ich schaffen. Ja, dieses Kleid ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Mir gefällt, wie es schwingt. Wie geht's dir? Oh, mein Gott. Wow, du hast ja ein interessantes neues Kleid. Oh, danke. Ich hab's selbst gemacht. Und was hältst du von dieser Party? Warte mal. Hi, ich möchte zur Party. Komm rein. Hey, viel Spaß heute Abend. Darf ich auch rein? Nicht so schnell. Für die Party musst du funkeln. Und das tust du nicht. Was? Aber ich mag mein Outfit. Schätze, ich gehe heute nicht zur Party. Oh, schau her. Ich habe eine Idee. Zeit für eine kleine Ablenkung. Wenn sie Glitzer will, dann bekommt sie den auch. Oh, was ist das? Klammheimlich. Ich muss nur schnell sein. Hey, was machst du da? Verschwinde. Ganz schön frech. Aber ich habe einen neuen Ring. Was soll's? Psst. Hey, hier drüben. Wer bist du? Schau dir das an. Wow, das ist ja eine riesige Auswahl. Aber ich nehme nur die. Die kosten aber. Danke, mysteriöser Fremder. Du hast mich nie gesehen. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Ich mache mir die Edelsteine ins Haar. Das geht ganz einfach. Und ich bekomme mehr Glanz. Ich klicke einfach auf das Styling-Tool und die Edelsteine haften an meinem Haar. Wow! Wuhu, ich liebe diesen Song. Wow, du funkelst aber. Ich weiß, es ist fantastisch. Wow, du passt perfekt hierher. Danke, mir gefällt ihr Style. Also, wann willst du essen gehen? Ja, das klingt nach einer tollen Idee. Ich könnte auf jeden Fall Chinesisch vertragen. Oh, die Bücher sind so schwer. Warum brauche ich so viele? Okay, ich habe sie alle. Jetzt noch den Spind abschließen. Nein, meine Handtasche rutscht von meiner Schulter. Das ist so frustrierend. Nein, ich bin noch dran. Erzähl weiter. Komm schon, blöde Handtasche. Rutsch hoch. Hierher. Okay, ich denke, das funktioniert. Vorsichtig, vorsichtig. Okay, das klappt nicht. Ich muss was anderes probieren. Nimm einen tiefen Atemzug. Einatmen, ausatmen. Sei ruhig. Bleib im Moment. Atme.
Das ist das perfekte Balance. Harmonie. Entschuldigung, du blockierst den Flur. Hey, pass doch auf! Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Das könnte gut funktionieren. Zuerst brauche ich meine Handtasche. Eigentlich brauche ich zuerst den Riemen. Ich nehme ihn an einer Seite ab, dann fädel ich ihn einfach unter dem Griff durch. Jetzt einfach wieder anbringen. Das funktioniert. Ein Riemen sind jetzt zwei Riemen. Tada! Meine süße Handtasche ist jetzt ein Rucksack. Jetzt brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, dass sie von meiner Schulter rutscht. Schau, wie süß das aussieht. Nimm das, Schulterriemen. Jetzt bleibst du an Ort und Stelle. Jetzt bin ich bereit. Ab geht's. Nein! Oh nein, ich habe meine Handtasche beschädigt. Puh, hier ist nichts passiert. Wow, Alex hat mich um ein Date gebeten. Ich freue mich schon so. Aber das kann ich auf keinen Fall anziehen. Aber was dann? Oh, wo sind meine ganzen Kleider? Ich muss echt mal wieder shoppen gehen. Hey, Schwesterherz. Schau, ich bin Modedesigner. Hey, das gehört mir. Ach, du ruinierst alles. Aber das sieht doch hübsch aus. Schau nur. Mir gefällt es. Ich habe das hier benutzt. Ein Spielzeug? Toll. Das ist kein Spielzeug, schau. Es bringt alles zum Funkeln und Glänzen. In Paris ist das voll im Trend. Phew, Mode-Ikone zu sein ist nicht einfach. Das sieht umwerfend aus. Du bist echt talentiert. Das hast du dir verdient. Oh, danke. Ich glaube, ich bin bereit für mein Date. Wünsch mir Glück. Hat das noch jemand gesehen? In diesem Job siehst du alles. Oh, verhalte dich professionell. Diese Party wird toll werden. Wow, was hast du denn da an? Oh, Mindy, du siehst toll aus. Du weißt definitiv, wie man sich für eine Party anzieht. Selbst deine Schuhe sind stylisch. Oh, warte. Du kannst nicht einfach reingehen. Diese Party hat eine Höhenkontrolle, so wie im Vergnügungspark. Außer, wir wollen keine kleinen Kinder reinlassen. Ist das wahr? Komm, lass mal sehen, ob du groß genug bist. Stell dich einfach an die Wand. Mal sehen. Das ist eine wissenschaftlich genaue Messung. Oh ja, du bist definitiv groß genug. Geh rein, die Party wartet auf dich. Hey, John! Wir sprechen uns später, okay? Hi! Oh, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Wow, du kannst dich echt gut ranschleichen. Also dann schauen wir mal. Ist das dein schickes Outfit? Merkwürdige Strümpfe und Turnschuhe. Findest du, es sieht gut aus im Ernst? Hey, John, guck dir die mal an. Ich weiß. Na gut, komm her, damit ich deine Größe checken kann. Okay. Du bist nicht mal nah dran. Was? Aber die Party. Sorry. Du musst dir einen anderen Ort zum Feiern suchen. Kannst du bitte eine Ausnahme für mich machen? Was hast du gesagt? Ich muss mich verhört haben. Bitte, 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 bitte. Nein, wenn ich sage, dass du nicht reinkommst, dann kommst du auch nicht rein. Verschwinde! Wenn du das so sagst, bist du furchterregend. Beweg dich! Uff, Leute! Na gut, dann eben nicht. Ich gehe. Das ist so unfair. Ich wollte sowieso nicht zu dieser blöden Party. Ich wette, da wimmelt es nur so von fiesen Leuten. Wie sie. Aber was mache ich jetzt? Es muss was geben, was ich tun kann. Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, das wird auf jeden Fall klappen. Ich ziehe meine Schuhe aus und rolle meinen Strumpf runter.
Dann ziehe ich ihn vom Fuß. Aber ich muss weiterrollen. Ich rolle meinen Strumpf komplett ein. Er soll wie ein Donut aussehen. So geht's. Jetzt ist mein Strumpf schön kompakt. Und jetzt stecke ich ihn in meinen Schuh. Und dann schlüpfe ich mit meinen Füßen rein. Geschafft! Versuchen wir's. Was für ein Unterschied! Das war eine gute Idee. Die Strümpfe in meinen Schuhen machen mich größer. Los geht's. Ich möchte gerne zur Party, bitte. Du wieder? Ich hab gesagt, verschwinde. Warte! Prüf meine Größe, bitte. Oh, gut. Aber es wird keinen Unterschied machen. Aber nur zu... Oh. Siehst du? Du bist genauso groß wie vor... Warte. Du bist größer. Ich kapier's nicht. Was ist hier los? Das ist seltsam. Regeln sind Regeln. Du kannst reingehen. Ja, Party, ich komme. Geh einfach rein. Ich raff's nicht. Wie ist sie so schnell gewachsen? Sie muss tolle Gene haben. Oh mein Gott, wow. Schau dir die mal an. Hä? Oh, hi Mindy. Diese Schuhe sind so süß. Du musst mir sagen, wo du sie her hast, ja? Komm, ich helfe dir. Wow, fast vergessen. Was hältst du von meinen Schuhen? Wow, die sind mega schön. Bin total neidisch. Oh, du bist so lieb. Die passen super zu dem Oberteil. Hey Mädels. Dieser Farbton ist richtig geil. Was ist los? Sind das deine Schuhe? Ein bisschen langweilig, oder? Die sind voll peinlich. Wer trägt denn sowas noch? Ja, ich weiß. Ich mag die. Die passen zu all meinen Klamotten. Ach, mir egal. Was war das? Oh, ich glaube, ich bin auf was draufgetreten. Oh, das war der Stift. Den kann ich nicht gebrauchen. Oder doch? Euch werde ich's zeigen. Ich brauche noch mehr Stifte. Mit denen werde ich meine Schuhe upgraden. Dazu trage ich Kleber auf den Stift auf. Einmal komplett der Länge nach. Dann klebe ich ihn an meinen Absatz. Und das mache ich auch noch mit den anderen Stiften. Ich will den gesamten Absatz bekleben. Ich nehme längere Stifte, wenn ich rumgehe. Das ist der letzte. Wow, das ist so schön bunt geworden. Und nur noch etwas Farbe für den Schuh. Und das gleiche mache ich mit dem anderen Schuh. Wer muss schon neue Schuhe kaufen? Oh, ich kann es kaum erwarten, die zu tragen. Und los! Ich gehe später noch shoppen. Kommst du mit? Oh mein Gott! Schau dir nur diese Schuhe an! Na, was sagt ihr dazu, Mädels? Sieht gut aus, oder? Mach den Mund zu, es zieht. Wow! Hab ich gut geschlafen? Wie spät ist es? Oh nein, ich hab verpennt! Und ich hab keine Zeit, mir die Haare zu machen! Wow! Ich muss mich beeilen! Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, das klappt. Wow, das wird ein schneller Wechsel. Gib's zu, du bist beeindruckt. Das sieht gut aus. Hm, aber was noch? Ich weiß, Eyeliner. Genau das, was noch gefehlt hat. Nur ein kleiner Strich. Oh. Okay, so sollte das nicht aussehen. Okay, ich versuch's nochmal. Hä? Das ist schwerer als gedacht. So kann ich doch nicht rausgehen. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Okay, konzentrier dich. Ganz ruhig. Der Liner malt nicht mehr. Komm schon. Der ist alle. Das ist so nervig. Ich muss das wieder abschminken. Hey, Ashley. Bist du fertig? Wir müssen los. Ashley, alles okay? Schätze nicht. Das ist ein interessanter Look. Ich hatte einen Make-up-Unfall. Keine Panik, ich helfe dir. Du brauchst nur Klebestreifen.
Wirklich? Klebe es dir einfach an die Seite deines Gesichts. Okay, verstehe. Es ist ein Versuch wert. Mit diesem Hack sieht dein Eyeliner immer perfekt aus. Platziere einen Streifen Klebeband unter deiner Nase und dann zu den Augen hoch. Kleb dann einen weiteren Streifen über dein Augenlid. Das sieht vielleicht komisch aus, aber vertrau mir. Mach dann etwas schwarzen Lidschatten auf deinen Finger und verteile ihn in deinem Augenwinkel. Das Klebeband wirkt wie eine Schablone. Dann ziehst du das Klebeband wieder ab. Dein Augen-Make-up sieht perfekt aus. Das sieht so gut aus. Gefällt mir super. Ich wusste, dass das klappt, aber wir müssen jetzt los. Oh, okay. Wo sind all die süßen Klamotten? Oh mein Gott. Bleib ruhig, mein Herz. Das perfekte Outfit, das ist wunderschön. Ich muss es haben. Nein, ich verdiene es. Dieses Teil ist alles, was ich je haben wollte. Du kommst mit mir nach Hause. Warte, es hängt. Stopp, das gehört mir. Ich kann das den ganzen Tag machen. Ach ja, ich habe Ausdauer für Tage. Ich hab's zuerst gesehen, es gehört mir. Nein, das ist meins. Ich will es. Eindeutiger Sieg. Ja, ich habe gewonnen. Wie ich schon sagte, es ist noch nicht vorbei. Ich krieg dich das nächste Mal. Wann immer du willst, ich werde da sein. Jetzt kann ich meine Beute genießen. Ich verschwinde hier. Der wird toll an mir aussehen. Oh nein, er ist zu groß. Haha, du hast einen Rock gewonnen, der dir nicht einmal passt. Das ist unfair. Er muss passen. Es muss einen Weg geben, dass er passt. Warte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ja, ich kann diese Haarklammer nutzen. Ich falte den Extrastoff einfach und achte darauf, dass es ordentlich aussieht. Dann sichere ich ihn mit der Haarklammer. Perfekt. Nur noch drehen und fertig. Noch im Spiegel schauen, dass er auch gut sitzt. Oh ja, das sieht toll aus. Man sieht nicht mehr, dass er eigentlich zu groß ist. Dieser Rock ist einfach perfekt. Ich liebe ihn. Bäh, dieser Rock ist perfekt. Ich liebe ihn. Bäh. Schade für dich, dass ich gewonnen habe. Mach's gut und ein schönes Leben. Oh, eines Tages erwische ich sie. Ich gehe mal lieber zum Unterricht, aber ich check noch kurz mein Outfit. Ich muss gut aussehen, perfekt wie immer. Wartet, oh nein, meine Schuhriemen sind zu klein. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Niemand darf das sehen. Oh Mann, siehst du das? Wer geht denn so zur Schule? Mir wäre das ja peinlich. Hört auf, bitte. Das wäre übel. Aber was mache ich jetzt? Warte, ich hab's. Dieser Stift wird helfen. Ich muss mich beeilen. Ich male einfach eine Linie über meinen Zeh. Der muss nur mit dem Gurt übereinstimmen. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Das sieht viel besser aus. Dieser Stift ist mein Beauty Essential. Und jetzt zum Unterricht. Doremi! Alles klar, ich bin bereit. Oh, stimmt, natürlich. Ich brauche nicht so viel Make-up. Ich sehe schon natürlich hübsch aus. Das sehe ich. Wie wär's mit etwas Lippenstift? Oh, Moment, ich habe einen Anruf. Echt jetzt? Hallo? Machst du Witze? Was hat er getan? Bin schon unterwegs. It's showtime. Wir müssen los. Oh, ja, natürlich. Warte, so kann ich doch nicht raus. Was mache ich denn nur? Hey, Make-up-Lady, komm zurück. Das ist eine Katastrophe. Na los. Wie schwer kann das schon sein? So weit, so gut. Wem will ich hier was vormachen? Ich sehe doch aus wie ein Clown. Okay, versuchen wir es mal anders. Ich hoffe, das klappt. Diese Yoga-Stunden haben sich wirklich gelohnt.
Ja, 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 ich weiß. Ich hole sie jetzt. Das ist nicht, wonach es aussieht. Was zur... Wir brauchen hier wahrscheinlich noch etwas länger. Ich versuche mich nur zu schminken. Wow, so aber nicht. Es muss doch was geben, was wir tun können. Na toll, mir hängt ein Faden aus dem Ärmel. Moment, warte mal. Vielleicht können wir ihn benutzen. Einen Versuch ist es wert. Was tust du da? Ich reibe den Faden über den Lippenstift, damit der Faden damit bedeckt ist. Jetzt ziehe ich eine Kontur um deine Lippen. Und noch die Unterlippe. Und dann malen wir die Lippen aus. So, fertig. Wow, das sieht toll aus. Ich sehe aus wie auf dem Poster. Perfekt. Was soll das heißen? Die Show hat begonnen. Mindy ist bei mir. Los, beweg dich. Komm, komm, komm. Dann mal los. Eins. Mir ist so heiß. Zwei. Ich hasse Rumpfbeugen. Ich auch, aber wir müssen das tun. Jennifer, schau, da ist jemand anderes heiß. Oh, wow. Definitiv heiß. Wo geht er hin? Ich muss ihm nachsehen. Oh, er hebt Gewichte direkt neben uns. Es ist wie mein Geburtstag und Weihnachten am gleichen Tag. Ich glaube, du musst dich bewegen. Schau dir seine Muskeln an. Ich muss sicher gehen, dass ich gut aussehe. Okay, bereit rüber zu gehen? Jennifer, warte. Schau, wie verschwitzt du bist. Du hast recht. Was soll ich tun? Ja, das ist nicht dein bestes Outfit. Ich wünschte, meine Trainingsklamotten wären süßer. Jennifer, ich habe eine geniale Idee. Was, wenn du... Du hast recht. Das ist eine geniale Idee. Lass es mich tun. Zeit, meine Shorts auszuziehen. Erledigt. Nun zum nächsten Schritt. Ein Arm in das Beinloch und nun zu meinem Kopf. Der Kopf ist durch und jetzt der zweite Arm. Und fertig. Puhu. Jetzt sehe ich süß aus, statt verschwitzt und eklig. Ja, ich gehe rüber. Schnapp ihn dir, Mädchen. Du bist eine Göttin. Er wird nur deine Ausstrahlung sehen. Okay. Ich gehe. Wünsch mir Glück. Oh, sie macht es. Ich kann nicht hinsehen. Nur Spaß. Natürlich kann ich hinsehen. Es ist wie Liebe beim ersten Gewichtheben. Fast fertig. Gut, was jetzt? Oh, ich sollte noch was mit meinen Haaren machen. Locken sehen immer gut aus. Jetzt muss ich nur warten. Das sollte reichen. Was? Wo sind denn meine Locken? Warum klappt das nicht? Ich kapiere es nicht. Das Kabel... Du hast es angeknabbert? Warum? Das kann ich nicht wieder ganz machen. Warum passiert mir immer sowas? Ich werde nie Locken haben. Ist alles okay, Schatz? Was ist denn los, Liebes? Mein Lockenstab ist kaputt. Schau. Vielleicht bekomme ich das hin. Ich brauche nur deine Haarbürste. Was? Mama, ich will Locken. Zuerst nehme ich eine Haarsträhne. Dann wickle ich sie um die Haarbürste. Sie muss schön fest rumgewickelt werden. Wir brauchen auch etwas Hitze. Dafür nehmen wir den Föhn. Dann lass das Haar einfach nach unten fallen. Unmöglich! Mach weiter, Mama! Das ist ganz leicht und wird dir wirklich gut stehen. Das ist die letzte Strähne. Okay, das war's. Wie findest du sie? Sie sind perfekt. Danke, Mama. Gerne, Schatz. Viel Spaß. Ich fühle definitiv diesen Song. Ja, es ist offiziell. Das ist mein neuer Hit. Wow, diese Party läuft besser als erwartet. Oh, Punsch, der sieht gut aus. Oh mein Gott, Jennifer, wir tragen das gleiche Outfit. Oh nein, du hast völlig recht. Wir sind gleich angezogen. Deshalb wollte ich unsere Outfits planen. Oh nein, und ich wollte nicht. Es tut mir so leid. Willst du mich verarschen? Jetzt bin ich klatschnass. Tut mir echt leid. Ha, es tut mir absolut nicht leid. Bis später.
Ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Warte, ich glaube, ich habe gerade eine Lösung gefunden. Zuerst muss ich mein T-Shirt ausziehen und es auf eine flache Oberfläche legen. Jetzt kommt der unheimliche Teil, Zeit mit der Schere loszulegen. Ich werde einfach den Kragen und die Ärmel komplett abschneiden. Was ich eigentlich brauche, ist nämlich das Bild auf der Vorderseite des Shirts. Alles andere kann erstmal beiseite. Zeit für mehr Schnitte. Nur eine kleine Falte und ein kleiner Schnitt. Ich mache das auf beiden Seiten von oben nach unten. Jetzt schiebe ich das hier rüber und öffne es für den nächsten Schritt. Die inneren oberen Ecken müssen nach unten geklappt werden. Und jetzt kommen die Streifen, die ich vorher abgeschnitten habe. Ich werde sie nur ein wenig dehnen und lege sie zwischen die beiden Shirtstücke. Jetzt ist es Zeit, mit dem Weben zu beginnen. Ich gehe einfach hin und her, wie beim Schnüren eines Schuhs. Ich will es eng, aber nicht zu eng. Ich fange ganz oben an und gebe es ganz nach unten. Und wenn ich am Ende angekommen bin, binde ich die Streifen zusammen. Okay, drehe es um und richte es. Und einfach so habe ich ein neues Shirt gemacht. Einfach jede Seite festziehen, damit es perfekt sitzt. Super süß. Jetzt bin ich bereit für die Party. Wow, sieh dir Jennifer an. Das ist richtig. Ich bin wieder da, Leute. Aus dem Weg, Ava. Hey Jennifer, du siehst toll aus. Was ist gerade passiert? Ich stehe genau hier. Hast du das Hemd selbst gemacht? Voll cool. Oh, Jennifer und ihr dummes, süßes Shirt. Hey, gib mir dein Geld. Na, zieh dir mal die Braut rein. Na, Blatt im Auge. Oh, das tut echt weh. Oh, die Tasche gehört mir. Die schnapp ich mir. Ha. Ah, schon besser. Ja, das denkst du. Ja, lenk dich weiter ab. Und hab sie. Mach's gut, Lady. Boah, das glaube ich aber nicht, Mister. Oh Mann, ich falle. Ja, vielleicht habe ich das nicht ganz durchdacht. Sorry? Oh, dieser Blödmann hat meine Designertasche zerstört. Ruf nicht die Bullen. Oh, ist das zu fassen? Was soll ich denn jetzt machen? Mann, meine ganzen Sachen liegen im Dreck. Was für ein Pech. Och. Mein Halstuch. Ja, das scheint noch gut in Schuss zu sein. Ich wette, ich kann daraus was basteln. Ein Knoten hier. Und noch an den anderen Ecken. So, jetzt habe ich ein kleines Säckchen. Jetzt die beiden Enden zusammenknoten? Ein Doppelknoten ist hier am sichersten. Hallo, Schulterriemen. Sieht aus wie eine neue Handtasche. Perfekt, um meine Sachen aufzubewahren. Und die ist ziemlich süß, findest du nicht? Kein Dieb kann mir den Tag verderben. Bist du bald fertig? Autsch! Alles klar bei dir? Mann, was für eine Memme. Ja, es ist fast fertig. Alles klar, da hast du's. Ist es vorbei? Wahnsinn! Ich sehe aus wie ein Rockstar! Ich kann's kaum erwarten, bis das alle sehen. Der Pulli ist im Weg. Mann, wofür die ganzen Schmerzen, wenn es niemand sieht? Ein Pullover? Ach, Rookie-Move. Wird ein Knoten helfen? Och, ich hasse dieses blöde Ding. Außer? Oh, ich habe eine Idee. Ich kann den Ärmel benutzen, um den zusätzlichen Stoff oben zu halten. Ich schiebe den Ärmel hier durch. Mhm. Siehst du? Jetzt ist er bauchfrei. Mein Coolness-Faktor ist gerade um eine Stufe gestiegen. Ja, schön, dass es dir gefällt, Kleine. Jo, danke, du gruselige Tattoo-Künstlerin. Ich meine, egal, oh, es ist cool. Ich bin so glücklich. Also, das hört sich aber nicht gut an. Wir haben genug gesehen. Du bist gemein. Tschüss. Mal sehen. Emma?
Ich hoffe, ich muss mich nicht übergeben. Ich komme. Die Konkurrenz ist groß, ha? Huh? Ich muss die aus dem Rennen werfen. Ich trinke einfach lässig meinen Kaffee. Ups, ach, wie tollpatschig. Hey! Mann, bist du verrückt geworden? Ach ja, das tut mir aber leid. So kann ich doch da nicht reingehen. Mann, das kann ich unmöglich anlassen. Ach, jetzt ist mein ganzes Outfit hinüber. Es sei denn, ich nehme eine kleine Anpassung vor. Lass mich mal nachdenken. Ich nehme den Träger, um das Hemd anders zu tragen. Siehst du, wie es jetzt sitzt? Nur ein bisschen kreatives Denken. Oh, wo hat sie denn dieses Top her? Mann, deren Outfit ist süßer als meins. Oh, nee. Ach, ich höre immer auf mit dem Modeln. Tief durchatmen. Viel Glück. Ja, wie auch immer. Hey, was ist denn da drin los? Ich muss näher ran. Die nehmen die? Ach. Na, das Casting ist vorbei. Was willst du denn? Ich würde an deiner Stelle ein Taxi rufen. Oh, ist das wirklich gerade passiert? Ach. Diese Mollakkorde schaffen mich. Ha, noch eine Motto-Party? Boah, ist das zu fassen? Wo war ich denn jetzt? Ach ja. Aloha, Betty. Bereit für das große Luau? Ja klar, warum nicht? Na dann los, aber die Richtung. Du kannst es doch nicht anlassen, es ist eine Party und keine Beerdigung. Und? Du wirst die Gäste erschrecken. Ach, ein paar Blumen mildern das Ganze. Aloha. Ach, komm mit. Sind das unsere Optionen? Interessant. Es ist eiskalt auf Hawaii, stimmt's? Ich mach nur Spaß. Ich schätze, wir bleiben zu Hause. Dumme, hübsche Blumen. Also, jetzt fühle ich mich schlecht. Och, Bella, hallo? Was? Okay, ist gut. Verzeihst du mir? Du weißt, ich bin nie lange sauer. Ein pinkes Shirt? Das war die ganze Zeit vor unserer Nase. Fang! Das? Na gut. Das wird mir sowieso nicht passen. Siehst du? Und hier ist ein riesiges Loch. Das ist doch kein Problem. Hast du ein Shirt mit einem Loch drin? Nicht mehr lange. Jetzt, wo es abgeschnitten ist, haben wir etwas, womit wir arbeiten können. Schau, wie süß die sind. Nimm diesen zusätzlichen Stoff, um lustige Fransen zu machen. Knote sie einfach so zusammen. Tada! Wow, das ist ziemlich süß. Gut gemacht. Ja, ich bin echt talentiert, oder? Wollen wir? Ja, bist du sicher, dass ich das richtig mache? Okay, Leute, aufgepasst. Wir schreiben heute einen Test. Kein Getuschel oder Geschummel, ich hab euch im Blick. Ihr dürft beginnen. Alles wird gut. Nun brauche ich noch einen Stift. Oh nein, ich krieg meine Federtasche nicht auf. Komm schon, geh auf. Das ist gar nicht gut. Vielleicht kann mir Jennifer helfen. Psst. Was? Hast du noch einen Stift für mich, bitte? Nein, den brauche ich selbst. Wow, okay. Mindy! Was habe ich gesagt? Entschuldigung, Miss. Was mache ich denn jetzt nur? Ich war jung und hatte noch Träume. Und dann habe ich nur 6 bekommen. Und jetzt schaut mich nur an. Ah, wieder ein geschäftiger Tag zum Geld ausgeben. Oh, was für eine arme Gestalt. Hast du ein bisschen Kleingeld übrig, bitte? Okay, mal sehen.
Das reicht hoffentlich. Oh, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar dafür. Du hast ein gutes Herz. Nein, das kann ich nicht zulassen. Auf keinen Fall bekomme ich eine 6. Aber Moment mal. Vielleicht kann ich ja diese Büroklammer nehmen. Ich lege die Büroklammer auf den Tisch. Dann brauche ich meine Klebepistole. Und ich fülle die Büroklammer mit dem Kleber. Ich nehme Glitzerkleber, weil er einfach hübsch aussieht. Ich fülle nur diesen Bereich aus. Und jetzt muss es aushärten. Dann fädel ich die Büroklammer durch den Reißverschluss. Ja, er geht auf! Puh, bin ich erleichtert. Im Leben tauchen manchmal Probleme auf, die zwar nicht weltbewegend, aber sehr nervig sein können. Aber lass dich davon nicht ärgern. Nutz einfach diese genialen Hacks. Was fandest du am besten? Schreib's in die Kommentare. Teil das Video auch gerne mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere nützliche Videos wie dieses.